B1.5. Ein Kreis mit dem Mittelpunkt A berührt die Strecke BE im Punkt R. Er schneidet die Strecke AB im Punkt Q und die Strecke AE im Punkt S. Zeichnen Sie den Kreisbogen QS und den Punkt R in die Zeichnung zu B1.1 ein. Ermitteln Sie so dann rechnerisch den Flächeninhalt des Sektors, der von den Strecken AQ, AS sowie dem Kreisbogen QS begrenzt wird. So, was haben wir alles? Wir müssen einen Kreis zeichnen mit Mittelpunkt A. Allerdings kennen wir den Radius nicht, er steht zumindest nicht dran. Aber wir haben eine ganz, ganz weitere wichtige Information, nämlich dieser Kreis berührt die Strecke BE. Damit wird der Radius festgelegt. Wenn ein Kreis eine Strecke berührt, bedeutet es, dass der Radius dieses Kreises immer senkrecht zu dieser Strecke steht. Deswegen können wir das auch recht einfach einzeichnen. Wir zeichnen den Radius von A aus beginnend und jetzt senkrecht zur Strecke BE. Das bedeutet, es wird berühren in dem Fall. Hier bekomme ich also meinen Radius rein und jetzt muss ich noch gucken, wie der Punkt heißt. Das war, glaube ich, der Punkt R. Ja, hier kommt noch mein Kreis. Schreibe ich es hier hin. So, und dann kriege ich hier meinen rechten Winkel und kann jetzt mit meinem Zirkel ganz einfach hier diesen Kreissektor abtragen. Einfach Radius übernehmen, einstellen und übertragen. Auf dem Tablet ist das jetzt natürlich wieder nicht ganz so einfach. Ich versuche so genau wie möglich zu skizzieren. So, dann sieht der Kreisbogen ungefähr so aus. Ja. Kann man so stehen lassen. Gut, nächste Aufgabe. Ja, hier Aufgabe erledigt. Zeichnen Sie den Kreisbogen QS. Ja, Punkte müssen wir noch beschriften. Wo liegt der Punkt Q? Steht hier oben. Er schneidet die Strecke AB im Punkt Q. Halt, AB ist hier unten. Dann müsste das der Punkt Q sein. Und wie heißt die andere? Der andere Punkt? Die Strecke AE im Punkt S. Das ist also der Punkt S. So, was müssen wir noch machen? Ermittelt Sie so dann rechnerisch den Flächeninhalt des Sektors, der von den Strecken AQ, AS sowie dem Kreisbogen QS begrenzt wird. Also AQ, AS und hier diesen Kreisbogen. Diesen Sektor müssen wir berechnen. Flächeninhalt. Also gehen wir mal wieder in die Formelsammlung. Schauen uns nach, wo ist denn die Flächenformel vom Kreissektor. Kreis kommt hier unten, da haben wir schon Flächeninhalt Kreissektor. Das ist die Formel, die wir brauchen. Flächeninhalt ist gleich der Öffnungswinkel des Sektors mal Radius Quadrat mal Pi. So, den Winkel, den kennen wir schon, weil hier unten bei Punkt A, das ist ein 90 Grad Winkel. Wissen wir aus der Aufgabe. Der ist also schon bekannt, mit dem müssen wir nichts mehr machen. Wir brauchen allerdings noch den Radius. Und wenn wir in die Aufgabe schauen, Zwischenergebnis AR sind 5,27 cm. Also das wird noch verlangt, dass wir den ausrechnen. So, gehen wir wieder in unsere Zeichnung und suchen uns entsprechende Dreiecke bzw. wo wir etwas rechnen können. So, was kennen wir alles? Strecke AR ist hier zu finden. Schauen wir uns nach, in welchem Dreieck liegt die drin. Man könnte das Dreieck ABR wählen. Was kennen wir davon? Momentan aus der Zeichnung kann ich eigentlich nichts erkennen. Vorsicht, der 90-Grad-Winkel, ob der sich halbiert unten. Also man kann schon sagen, nein, es wird nicht halbiert, weil AB, die Strecke AB ist kürzer als die Strecke AE. Folglich ist die Strecke AR nicht die Winkelhalbierende von diesem 90-Grad-Winkel. Also wir kennen unten den Winkel nicht. Wir können höchstens hier oben beim Punkt R einen rechten Winkel einzeichnen, der ist bekannt. Der dritte Winkel hier unten weiß ich jetzt momentan nicht. Und die Strecken, eine kennen wir mit 7 cm. Die andere BR ist nicht bekannt. Also bringt uns momentan nicht viel. Schauen wir uns ins andere Dreieck, ARE. Ist da mehr bekannt? Zumindest in der Zeichnung habe ich schon drin stehen. Oben kenne ich den Winkel mit 41,19 Grad. Ich kenne die Strecke AE mit 8 cm. Und es ist ein rechtwinkliges Dreieck. Damit kenne ich schon sehr viel. Als rechtwinkliges Dreieck. Hier funktionieren Sinus, Cosinus, Tangens und Pythagoras. Pythagoras fällt raus, weil wir kennen nur eine Strecke, die
ER ist unbekannt. Also bringt uns ja nicht weiter. Schauen wir uns die anderen durch. Was kennen wir alles? Die AE wäre die Hypotenuse. Wenn wir hier oben den Winkel bei E nehmen, wäre die Gegenkathete gesucht. Und da müssen wir uns nur anschauen bei den trigonometrischen Sätzen, welche arbeitet mit Gegenkathete und Hypotenuse. In meinem Fall, meiner Formelsammlung, wäre hier der Sinus das, was ich brauche. Ja, aus meiner Zeichnung gehend, C wäre hier die Hypotenuse, A wäre dementsprechend die Gegenkathete, also Sinus. Vielleicht ist es in anderen Formelsammlungen noch etwas deutlicher markiert oder einfach aufgeschrieben. Also, Sinus wird gebraucht, um AR zu berechnen. Folgt daraus Sinus vom Winkel AEB. Ja, der ist schon bekannt aus Aufgabe B1.1. Da müssen wir also nichts berechnen. Ist gleich Gegenkathete durch die Hypotenuse. Gegenkathete ist die unbekannte Strecke AR und Hypotenuse war die Strecke AE. Die ist auch bekannt mit 8 cm. Können wir also gleich einsetzen. Sinus von 41,19 Grad ist gleich AR durch 8. Das kann ich entweder solvern oder ich löse auf. Ich muss zuerst die 8 wegbringen mit mal 8. Dann folgt in meinem nächsten Schritt AR ist gleich 8 mal Sinus von 41,19 Grad. Das jetzt ganz in meinen Taschenrechner eingeben und dann kommt für AR raus die Strecke von 5,27 cm. Genau wie es oben in dem Zwischenergebnis steht. So, jetzt ist alles bekannt für unsere Flächenformel vom Kreissektor. A-Sektor ist gleich Alpha, das war unser Winkel BAE, durch die 360 Grad mal AR zum Quadrat mal Pi. Setzen wir die bekannten Größen ein. BAE, das waren die 90 Grad, durch die 360 Grad mal AR, haben wir gerade berechnet mit 5,27 Quadrat mal Pi. Und da es jetzt noch ein Taschenrechner eingeben, sind 21,81 Quadratzentimeter. So, und damit haben wir es geschafft.